Ein herzliches Willkommen zum Anspielen eines neuen Flash-Games. Es handelt sich hierbei um einen Piano-Simulator, könnte man sagen, in dem viele klassische Musikstücke unter anderem drin sind. Allerdings wird das auch regelmäßig erweitert um neue Musikstücke. Das kann man hier bei Share and Management machen. Oder beziehungsweise nicht Share and Management, sondern Free Practice zum Beispiel. Kommen wir wieder hier. Wo waren das jetzt gewesen? Irgendwo war. Ah, Low Shared Songs. Da können wir auch noch Songs von anderen mit runternehmen. First nochmal. Hier haben wir Song from a Secret Garden. Hat ziemlich viele gute Beurteilungen bekommen. Das können wir jetzt beispielsweise mal laden. Ja, das können wir uns jetzt anhören im Hintergrund. Oder wir können das jetzt auch selber spielen, wenn wir das möchten. Und ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal. Okay. Hier kann ich verschieben, wo ich meinen Einflussbereich haben möchte. Also welche Tasten ich mitspiele. Ah, schönes Lied. Sehr schönes Lied. Zu Recht. Ja, jetzt spinnt meine Tastatur. Das liegt an irgendein Programm, was sich mit dem Internet verbindet. Das war ich diesmal. Tastatur spinnt. Wenn ich dieses Programm finde, was diese Störung verursacht, ey. Das Lied verursacht bei mir eine Gänsehaut irgendwo. Und die Tastatur spinnt mal wieder. Ey. Bei einem Spiel wie das hier ist das extrem nervig. Okay, also dieses Lied war wirklich gut. Ja, machen wir Save Progress. So. Ich kann natürlich auch ein neues anfangen. Also sozusagen die Karriere darauf gehen. Ich kann mir auch aussuchen, welche Seite ich spielen möchte. Ich habe momentan die rechte Seite oder die rechte Hälfte gespielt. Ich kann natürlich auch die linke Hälfte spielen, wenn ich das möchte. Oder ich kann auch alle spielen. Das wird allerdings bei einer Tastatur ziemlich schwer werden, weil man, ihr könnt es gerne versuchen, aber ihr seht unten schon die ganzen Zahlen hier, X, also ihr benutzt fast das gesamte Keyboard, ja, also wenn ihr damit klarkommt, könnt ihr auch das gesamte Keyboard nutzen, aber ich belasse es bei der rechten Seite. Ihr könnt natürlich auch zwei Player machen oder drei Player, dann wird entsprechend das Ganze hier in mehrere
Also wird das Keyboard in drei Abschnitte jetzt beispielsweise unterteilt. Der gelbe Spieler hat jetzt den linken Abschnitt bis hier, bis zum H etwa oder bis zum G, währenddessen Player 1 von H bis zur 3 hat und Spieler Nummer 3 entsprechend von der 4 bis zu den Sondersymbolen. Okay, ich bleibe aber bei einem Spieler. Mach einfach mal okay. Ich kann hier das jetzt beispielsweise auch verschieben noch. Mein Einflussbereich, wie gesagt, vorhin. Ein einfaches Lied. Zu Beginn natürlich. So, das war Twinkle Little Star gewesen. Ich könnte jetzt zur nächsten Grade machen. Ich könnte auch Safe Broadcast wieder machen. Hier oben habt ihr meine Statistik natürlich noch. Ich habe zwei Right Notes und 40 Cool Notes. Also, jo, also, ich habe alles eigentlich ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. Das bei Twinkle Little Star auch nicht so. Das Problem ist, wenn halt die Tastatur mitspielt, also hier jetzt entsprechend. Also das war jetzt ein Fehler von mir und dass die Tastatur gesperrt hat. Es gibt, wie gesagt, viele Lieder hiervon und man wird eine ganze Weile damit beschäftigt sein, wenn man das wirklich durchziehen will. Und ich weiß nicht, aber ich befürchte ja fast, man kann hier auch ein Keyboard anbringen und das dann auf dem Keyboard selber spielen. Also ich befürchte es fast, beziehungsweise es wäre toll, wenn man das wirklich machen könnte. Ja, in diesem Sinne, Safe Broadcast und ich würde sagen, man sieht sich, man hört sich, man spielt sich. Ciao.